Hallo, auch von meiner Seite. Mein Name ist Thomas Weber. Ich bin von Etherlytics. Etherlytics ist eins der Startups, die hier in dem Hub, also ist ja auch so ein Colocation-Startup-Space. Und wir waren bis Ende letzten Jahres auch hier im Hub. Und dadurch, dass wir auch relativ viel mit Rechenzentren zu tun haben, wurde ich gefragt, ob ich hier auch mal ja, in Kürze vorstellen kann, was wir eigentlich tun. Und das mache ich natürlich sehr gerne. Erstmal zu meiner Person. Ich habe Energy Science and Engineering studiert an der TU Darmstadt, also bin auch gar nicht vom Fach und habe tatsächlich auch weniger als die Hälfte von dem verstanden, was du eben erklärt hast, obwohl es sehr spannend klang, definitiv. Komme eigentlich aus dem ja, Bereich Maschinenbau, habe anschließend meine Promotion gemacht in der ETA-Fabrik in der Lichtwiese. Man sieht sie hier auch im Hintergrund und jetzt stellt sich wahrscheinlich auch der eine oder andere die Frage, was macht der Maschinenbauer da vorne? Der Hintergrund ist der, wir haben in der ETA-Fabrik, das ist eine Energieeffizienzfabrik, haben wir uns mit, oder habe ich mich in meiner Doktorarbeit mit Algorithmen auseinandergesetzt, die, oder ja, mit KI auseinandergesetzt, mit der wir den Betrieb von industriellen Energiesystemen optimieren können. Also versorgungstechnische Systeme wie Kältesysteme, Wärmeversorgungssysteme oder Lüftungssysteme. Und genau, wir haben festgestellt, da ist ein Riesenpotenzial. Haben Etherlytics gegründet und nach ungefähr einem Jahr sind wir durch Zufall auf einen großen Colocation-Rechenzentrumsbetreiber gestoßen. Wir hatten mit Rechenzentren überhaupt gar nichts am Hut die ganze Zeit und haben festgestellt, oh, die haben ja auch relativ große Kälteversorgungssysteme, die sich auch super optimieren lassen. So sind wir im Endeffekt dann auch in diese Netzwerkinfrastruktur reingerutscht, kann man sagen. Genau, so viel vielleicht zu der Historie, warum ich hier stehe. Jetzt will ich kurz vorstellen, was machen wir da eigentlich? Ich glaube, die Motivation ist klar, Energie zu verbrauchen, zu verschwenden, ist erstmal schlecht in Zeiten von Klimawandel. Es ist auch sehr, sehr teuer. Energiepreise waren noch nie so hoch wie heute. Und jede eingesparte Kilowattstunde ist erstmal eine gute Kilowattstunde. Genau. Das wesentliche Problem, das wir lösen mit den Algorithmen, also wir haben es das sogenannte Kaskadenproblem genannt. Hier zu sehen ist jetzt ein typisches Kälteversorgungssystem. Das könnte in der Lebensmittelindustrie sein, in der Pharmaindustrie, in der Chemie, aber auch in einem Rechenzentrum, wie jetzt hier tatsächlich dargestellt. Solche versorgungstechnische Systeme, also so ein Kälteversorgungssystem, besteht aus einer ganzen Reihe von Energiewandlungstechnologien, also Pumpen, Wärmetauscher, Kompressionskältemaschinen, Kühltürme und so weiter. Und diese verschiedenen Komponenten, die beeinflussen sich in ihrem Betrieb gegenseitig und zwar sehr, sehr stark. Bestes Beispiel dafür ist hier dieser Wärmetauscher, den Wärmetauscher übertragen wird. Die hängt davon ab, wie ich diese Pumpe betreibe, wie ich den Kühlturm betreibe, wie ich diese Pumpe betreibe, wie ich die Kompressionskältemaschine. Und damit habe ich eine ganze Kaskade an Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Komponenten, was natürlich den optimalen Betrieb von so einem System sehr, sehr komplex macht. Also Stand heute werden solche Systeme über dezentrale Regelungslogiken gesteuert. Also jede dieser Komponenten hat eine eigene, ja, dezentrale Regelungslogik. Der Kühlturm regelt auf 15 Grad. Die Pumpe regelt auf eine Drehzahl von 50 Hertz. Genau. Der Grund dafür ist, dass es sehr robust, auch wenn die Kommunikation in so einem System also nicht mehr funktioniert, die Kältebereitstellung, die ist durchgehend gewährleistet, weil die Anlagen müssen nicht miteinander reden. Gleichzeitig, dadurch, dass sie einfach nicht miteinander reden und ihren Betrieb auch nicht aufeinander abstimmen, sind sie per se einfach nicht aufeinander abgestimmt, und agieren in vielen Fällen ineffizient. Und das ist genau die Kerbe, in die wir als Etherlytics reinschlagen. Also wir modellieren im Endeffekt dieses gesamte versorgungstechnische System mit allen Abhängigkeiten als einen großen digitalen Zwilling, nutzen dabei ja, sowohl physikalische Modelle als auch Algorithmen aus dem Bereich Supervised Learning. Genau, trainieren den digitalen Zwilling an und nutzen den dann, um fortlaufend die optimalen Sollwerte für die einzelnen Komponenten in dem System auszurechnen, in Abhängigkeit der vorherrschenden Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit, des Kältebedarfs, und also das sind ja alles Punkte, die fleißig vor sich hinschwanken, und bekommen damit eben einen optimierten Betrieb am Ende des Tages dann hin. So viel erstmal zur Theorie.
Jetzt muss man sowas in einem Industriebetrieb oder auch in einem Rechenzentrum auch tatsächlich in die Anwendung bringen. Dafür haben wir die EtherOne-Plattform als eigene Energiemanagement-Lösung entwickelt. Das ist eine eigene Software-Plattform mit einer. Jetzt wird wahrscheinlich der Kollege vom Backend, ich bin wirklich der Energy Science-Mensch bei uns im Unternehmen. Wir haben eine Datenbank. Wir reden über Standardkommunikationsprotokolle mit der Gebäudeautomation von dem Kunden. Aber ich glaube, da will ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Da rede ich mich nur um Kopf und Kragen. Wesentlicher Punkt ist, dass wir in diese unterschiedlichen Module zur Analyse und Optimierung von Energiesystemen haben. Wir streamen die Daten, also wie zum Beispiel Temperaturen, elektrische Leistung, Maschinenzustände und so weiter, aus dem Shopfloor in die Plattform, die sowohl in der Cloud als auch on-prem installiert werden kann, können das Ganze noch über Daten von Drittanbietern anreichern, trainieren damit den digitalen Zwilling an, füttern den digitalen Zwilling mit Live-Werten und schreiben dann fortlaufend, also beispielsweise jede Minute oder alle 5 Minuten oder alle 15 Minuten, je nach Bedarf, die Sollwerte zurück auf das reale Energiesystem und sparen damit im Endeffekt Strom, CO2, Kosten und auch die wertvolle Zeit von dem verantwortlichen Mitarbeiter, weil der muss sich gar nicht mehr Gedanken machen darüber, was muss ich eigentlich tun, damit mein System am Ende des Tages effizienter funktioniert. Wir konnten das Ganze bei dem größten Colocation-Rechenzentrumsbetreiber der Welt, bei Equinix, einsetzen. Vor knapp 3 Jahren hat das Projekt angefangen und konnten da Einsparungen von fast 50% der elektrischen Leistung für deren Kälteversorgung nachweisen, was erstmal super war. Damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet. Genau. Die Euros, die da stehen, die sind falsch. Die sind viel höher in der Realität, aber wir dürfen die echten nicht veröffentlichen. Wundert euch nicht, da gab es schon öfter Nachfragen auch dazu. Genau. Aber also Equinix hat da auch relativ viele Veröffentlichungen selbst zugemacht, deswegen so dürfen wir sie nennen. Jetzt wurde ich gebeten, das Ganze auch nicht nur als Werbevortrag zu machen, auch ein bisschen ins Detail reinzugehen, was passiert da eigentlich? Also die KI, der digitale Zwilling, der zieht sich die Einsparungen nicht einfach aus den Fingern und man kann das Ganze nicht nachvollziehen, sondern das ist eigentlich physikalisch gesehen relativ gut nachvollziehbar, was da passiert. Ein typisches System, also wirklich ein einfacheres Kälteversorgungssystem als das hier, gibt es eigentlich nicht. Man hat eine Pumpe mit dem Verbraucher und man hat einen separaten Kreis mit einem Kühlturm, einer weiteren Pumpe und hier nochmal einen Wärmetauscher dazwischen, damit einfach die beiden Kreise entkoppelt sind. Hier ist Glykol drin, damit es eben nicht gefriert, damit ich Kälte auch im Winter haben kann. Genau. Um es noch ein Stück einfacher zu machen, lassen wir die ganze Verbraucherseite erstmal außen vor bei diesem Gedankenexperiment und fokussieren uns auf diese. Konventionelle Regelung wäre 15 Grad Austrittstemperatur am Kühlturm, darauf regeln hier die Lüfter. Und die Pumpe, die gibt einfach Vollgas die ganze Zeit. Also das ist so eine typische Einstellung, wie man so ein Kältesystem ja, betreibt. Weil es günstig ist, wird halt einmal so eingestellt und das läuft, das ist robust. Ja. Jetzt kann es natürlich den Fall geben, dass wir einen geringen Bedarf haben an der Stelle. Das Kältesystem ist darauf ausgelegt, auf das Worst-Case-Szenario sehr hoher Bedarf. In der meisten Zeit ist der Bedarf aber gar nicht so hoch. Was würde der Optimierer an der Stelle tun? Der Optimierer würde also hier ist der Massenstrom eben deutlich geringer als auf der Seite. Der Optimierer würde die Drehzahl der Pumpe reduzieren, und zwar deutlich. Was darin re resultiert, also für euch zum besseren Verständnis, wenn ich die Drehzahl reduziere, dann reduziere ich die elektrische Leistungsaufnahme der Pumpe hoch 3. Also wenn ich jetzt hier die Drehzahl von 100% auf 67,3% reduziere, dann spare ich ungefähr 70% der eingesetzten Energie in der Pumpe. Ein weiterer Nebeneffekt, vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, vorher kam hier 21 Grad raus. Wenn wir hier mit einem sehr hohen Massenstrom. Ne? Ah, sorry. Sorry. Wenn man hier mit einem sehr. Okay, dann mache ich so. Wenn man hier mit einem sehr, sehr hohen Massenstrom natürlich durchfährt, dann ist dieses Fluid hier nur sehr kurz in dem Wärmetauscher drin. Entsprechend hat es gar nicht die Zeit, hier die 30 Grad anzunehmen. Ne? Also man hat hier einen riesen Temperaturverlust. Man kommt mit 30 Grad aus dem Rechenzentrum beispielsweise raus, aber hat hier nur noch 21 Grad, die in den Kühlturm reingehen, was ja eigentlich verloren ist am Ende des Tages. Wenn wir die Drehzahl der Pumpe reduzieren, erhöhen wir hier diese Austrittstemperatur auf 28 Grad.
womit wir eine viel höhere Temperaturspreizung zur Umgebung auch erreichen, womit wir zum einen Energie an der Pumpe einsparen und zum anderen auch noch Energie am Kühlturm. Und es gibt immer dieses Gleichgewicht im Endeffekt zwischen Massenstrom oder anders. Kältemenge also setzt sich zusammen aus dem Massenstrom und der Temperaturdifferenz, die ich erreiche. Und es gibt immer ein Optimum zwischen, wie viel Massenstrom schiebe ich eigentlich durch mein System durch und mit welcher Temperaturdifferenz schiebe ich es eigentlich durch mein System durch. Und wir haben hier drei Kreise, wir haben den Wasserkreis, den Glykolkreis und den Luftkreis. Ja, und diese drei Kreise, die wollen perfekt aufeinander austariert sein. Und dieses perfekte Austarieren ändert sich alle 5 Minuten, je nachdem, welche Umgebungstemperatur ich habe, welchen Bedarf ich gerade in dem Moment habe. Genau. Ich will jetzt auch nicht euch zu sehr langweilen mit Details. Anderes Szenario, also ich will nicht nur die Massenströme hier aufeinander abstimmen. Wenn ich sehr niedrige Umgebungstemperaturen habe, wenn ich Drehzahl 100%, genau. Was ich machen könnte, ist hier die Austrittstemperatur eben nochmal deutlich absenken. Dann erreiche ich hier sozusagen ein höheres Delta T, höhere Temperaturdifferenz, kann mir damit Massenstrom wiederum sparen, transferiere die gleiche Kältemenge und habe am Ende des Tages auch wieder eine ganze Menge an Energie gespart. Genau. Gerne im Nachgang Feedback geben, ob man das Ganze verstanden hat. Meistens rede ich tatsächlich mit den Ingenieuren, die solche Systeme betreiben. Wenn da Fragen im Nachgang bestehen, sagt gerne Bescheid. Grafisch kann man sich das Ganze so vorstellen. Ich habe zwei Stellhebel. Ich habe die Leistung der Pumpe und ich habe die Leistung des Lüfters. Und für jede Kombination aus Leistung Pumpe, Leistung Lüfter habe ich eine Kälteleistung, die sich einstellen wird. Und daraus ergibt sich dann so ein schönes dreidimensionales Kennfeld. Und das, was der Algorithmus jetzt am Ende des Tages tut, ist, genau diesen Punkt im Kennfeld zu finden, der mir genau die richtige Kälteleistung gibt und gleichzeitig noch die Summe aus. Also, es ist ein klassisches. Genau, das Thema Betriebsoptimierung ist unser Fokusthema, weil sowohl ich als auch meine Mitgründer da also die Promotion am Ende des Tages gemacht haben. Sprich, da sind wir einfach sehr stark aufgestellt und wir sehen auch in der Zeit mit sehr hohen Energiepreisen, dass das Thema auch sehr gefragt ist. Genau. Nichtsdestotrotz, mit der Plattform kann man auch sind alle möglichen anderen Funktionalitäten auch mit enthalten, die in jedem Standard-Energiemanagement-System eben auch verfügbar sind. Also Visualisierung von Daten, KPI-Bildung, Alarme und so weiter. Aber ich glaube, das ist für die Runde jetzt dann tatsächlich weniger spannend. Genau, wir sind ein bisschen älter als 3 Jahre mittlerweile, sind knapp 35 Mitarbeiter, konnten kräftig wachsen. Haben hier ein schönes Statement von dem Deutschland-Geschäftsführer von Equinix noch mitbekommen, der immer stark für unsere Lösung wirbt tatsächlich. Freut uns sehr. Haben eine ganze Reihe von Preisen gewonnen. Und genau. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wenn es Fragen gibt, dann gerne melden. Ja, genau, genau, starte gleich rein, ja. Alles gut. Ich habe es jetzt nicht rausgehört, aber seid ihr quasi in der Phase, dass wenn ich ein System baue, ihr konsultiert werdet oder sind es eher Retrofits von bestehenden Aktuell sind es Retrofits. Das Ganze lässt sich aber auch, also der einzige Grund, warum wir keine Neubauten aktuell haben, ist, weil Neubauten sich verdammt lange hinziehen. Und in dem Moment, wenn ein Neubau 2 Monate in Betrieb ist, dann ist es ja am Ende des Tages wieder so eine Art Retrofit. Also wir brauchen halt einfach Daten, weil wir mit den Daten die Komponentenmodelle anlernen und damit auch diese Dynamik und dieses Kennfeld, was man vorhin gesehen hat, dieses dreidimensionale Kennfeld, das müssen wir eben mit realen Betriebsdaten anlernen. Genau, deswegen, wir können das auch ohne Daten machen, indem wir einfach typische Pumpenkennfelder zum Beispiel hinterlegen, aber wir wollen es eigentlich immer mit Daten machen, weil es mit Daten wesentlich genauer ist als ohne. Genau. Gibt es ansonsten Fragen? Ja, vielen Dank. Ich fand es sehr spannend.
Ich habe aber auch eine Luftwärmepumpe bei mir zu Hause selber mal verbaut und dann angefangen dran zu optimieren, aber das hier klingt alles noch ein bisschen komplizierter. Aber ich habe, glaube ich, auch so ein bisschen Verständnis jetzt gewonnen, was so da die Challenges auch der Colocation-Provider am Ende ja sind. Ja, also gerade auch mit diesen drei Kreisen fand ich sehr bildlich, sehr schön dargestellt. Daher auch da vielen Dank für ein bisschen den Einblick, genau. Weil Strom und Klima kommt halt nicht nur aus der Steckdose, daher haben wir jetzt nochmal ein bisschen Hintergrund gelernt. Danke dazu. Gerne. Also bei den realen Colocation ist es tatsächlich auch noch wesentlich komplexer als in diesem sehr, sehr vereinfachten Beispiel. Muss man an der Stelle auch dazu sagen. Wo müssen wir mal anfangen? Definitiv, ja.